Neben der Erhebung der Anamnese und einem ausführlichen Patientengespräch sind die weiteren Schritte abhängig von Ihrem Beschwerdebild und Umständen eine Untersuchung durch einen HNO-Arzt, möglicherweise Überweisung zu einem Schluckröntgen. Unter Umständen ist eine Gastroskopie, also eine Magenspiegelung notwendig. All diese weiteren Entscheidungsschritte sind abhängig von Ihren Beschwerden und von der primären Einschätzung Ihres behandelnden Arztes. Eine Speiseröhrenspiegelung wird im Rahmen einer Magenspiegelung durchgeführt. Das heißt, es wird sowohl der Magen als auch die Speiseröhre mit einer Sonde untersucht. Die Untersuchungen werden in den meisten Fällen in einem leichten Schlaf durchgeführt. Das heißt, Sie bekommen eine Schlafspritze, wo Sie während der Untersuchung schlafen und dadurch keine Schmerzen haben und von der Untersuchung nichts mitbekommen. Im Rahmen dieser Untersuchung kann die Speiseröhre genau inspiziert werden und es können bei Bedarf Biopsien aus der Speiseröhre entnommen werden. Abhängig von der Diagnose kann anschließend eine zielgerichtete Therapie durchgeführt werden. Das kann teilweise eine sehr kurze medikamentöse Therapie bedeuten.